Wir sind am Anfang von einer neuen Predigtserie. Ich habe gedacht, wie andere Jahre, wir machen so eine Viererserie in der Adventszeit. Und habe ein Thema auf dem Herz gehabt, das eigentlich 5 Teile gegeben hat. Und dann dachte ich, gut, ich nehme 2 Teile zusammen, dann geht es auf. Und dann, als die Anfrage kam, dachte ich, das passt super. Ich kann einen Teil auf heute nehmen. Und 2 Leute externe, die ich angefragt habe, bei uns zu predigen, die haben von diesen 5 möglichen Themen beides gleich wollen. Ich dachte, das ist jetzt speziell. Ist das jetzt mein Fehler, dass ich schlecht geplant habe? Ich dachte, ja, ich könnte schon vielleicht anders planen. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht ein Zufall. Weil, ich sage euch nachher gerade, welches Thema das dann eben 2-mal kommt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr dürft von dieser Serie einen Flyer mitnehmen. Die liegen hinten auf. Und dürft gerne, Mattu zeigt es euch nachher noch. Und dürft gerne auch Leute einladen. Wir sind langsam aber sicher angekommen in der Jahreszeit, wo es ein bisschen dunkler ist. Ein bisschen nebliger, ein bisschen trüber. Und im Normalfall beschäftigen die Leute sich auch mit anderen Themen. So, das beeinflusst einem, wie das Wetter ist, wie es geht draussen. Darum ist auch irgendwo nicht ein Zufall, dass zum Beispiel die Selbstmordrate in der Zeit vor Weihnachten steigt. Weil Leute vielleicht Sachen anders bewusst werden, wenn es gerade rundherum nicht Sonnenschein ist und alles schön warm ist. Und das Thema, wo wir uns damit ein bisschen befassen, das ist Sehnsucht. Und ich habe einen Artikel gefunden von einer Frau, die Rechtswissenschaft studiert hat, Religionspädagogik und nachher auch gearbeitet hat als wissenschaftliche Assistenz im Feld von Theologie und Soziologie, Coaching und all den Gucker-Ausbildungen. Und sie hat sich ganz extrem mit dem Thema beschäftigt, Sehnsucht. Und sie sagt so, man kann das Thema so ein bisschen auf 5 Bereiche reduzieren. All die verschiedenen Sehnsüchte, die es gibt, die kann man ein bisschen gruppieren. Das ist nicht einfach so 1000 Sehnsüchte, sondern es hat Linien drin. Und die 5 Grundsehnsüchte, die auch dann die 5 Themen sind, oder 4 Themen geben eigentlich, das ist zuerst einmal die Sehnsucht nach Sicherheit. Und das ist jedem Mensch irgendwo mehr oder weniger drin. Dass wir körperlich sicher sein wollen, dass wir wirtschaftliche Sicherheit suchen. Das ist ein Wunsch, ein Antrieb, ein relativ unbeschwertes Leben zu führen. Nicht dauernd von Sorgen umgeben zu sein. Das kann aber auch so stark sein, dass Leute aus Gründen der Sicherheit bereit sind, mindestens für eine gewisse Zeit grosse Nöte auszuhalten. Zum Beispiel, sie flüchten aus Krisengebieten, oder? Um mehr Sicherheit zu haben. Das ist die eine Sicherheit, wo man sehen in vielen Leben sieht. Die zweite Sicherheit ist die Sicherheit, dazuzugehören. Der Mensch hat eine Sehnsucht in sich inne, nicht einfach allein durchs Leben zu gehen, in irgendeiner Form zu einer Gruppe zu gehören und als Teil dieser Gruppe wahrgenommen zu werden. Auf die Stärke einer Gemeinschaft zu vertrauen. So stark, dass Menschen etwa die bereit sind, eigene Freiheiten zugunsten der Gruppe aufzugeben und persönliche Interessen hinter die von einer Gruppe zu stellen. Eine dritte Sehnsucht ist die Sehnsucht zu lieben. Und es ist eigentlich wie noch so ein bisschen zugespitzt, oder? Zugehörigkeit nicht nur zu einer Gruppe, sondern zu einem Mensch. Eine Nähe zu erleben mit einem Mensch. Und ich will das gerade auftun. Wenn Leute da sind, die Single sind, ledig, habt auch ihr die Sehnsucht. Und es ist nicht notwendigerweise ein Ehepartner, der die muss erfüllen muss, sondern eine enge Freundschaft, wo ihr wie einfach noch mehr Zugehörigkeit erlebt als in einer etwas grösseren Gruppe. Es gibt eine vierte Sehnsucht, das ist die
Sehnsucht wahrgenommen zu werden. Jeder Mensch hat das in sich, dass er angenommen werden will, als der, der er ist. Und das ist ein grosses Thema. Und die fünfte, die Sehnsucht nach Sinn. Und dort hören wir auf an Weihnachten. Und heute fangen wir an mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Liebe. Ich habe letztens einen Artikel gelesen. Er ist im Blick gekommen. Ich habe ihn nicht im Blick gelesen. Ich habe einfach gedacht, ich will noch betonen, dass ich nicht im Blick lese. Nur wenn er gratis aufliegt irgendwo, oder dann nehme ich die Hand, und weil es ist so schön farbig, oder? Es schreit einem ja schon an. Und der Titel ist: Fast 700.000 Franken weg, Betrügerbande zockt Schweizerin mit Liebestrick ab. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, wisst, gehört habt, was Love Scamming ist. So, das ist ein Begriff, den gibt es, weil es das Internet gibt. Und den gibt es auch, weil die Leute eine Sehnsucht haben nach Zugehörigkeit und Liebe. Darum kann man sie packen dort. Und jetzt hat da irgendeiner, scheinbar ein Arzt aus Großbritannien, mindestens hat das die liebe Schweizerin gemeint, Kontakt aufgenommen mit ihr und hat ihr gerade jetzt in der Pandemie erzählt, wie er mit seiner Firma für Beatmungsgeräte in der Corona-Welle da und dort helfe und Projekte und so weiter. Und dann gibt es gewisse Finanzen, die gerade nicht laufen und wo sie ihm könnte aushelfen. Und vorher haben sie sie schon so um den Finger gewickelt, weil es ist nicht einer gewesen, natürlich, es ist eben eine Bande, oder? So, die sind häufig irgendwo in Nigeria oder in Russland oder wo auch immer, das sind zwei so Zentren. Und haben sie so um den Finger gewickelt, dass sie bereit war, am Schluss 700'000 Franken abzudrucken. Und irgendwann hat sie gemerkt, oh, Mist, das Geld ist weg. Und das, was ihr verkauft wurde, ist mit schönen Bildern und mit Anteilnahme und Liebe, oder? Und psychologisch gut, schön gemeinten Wort, ist nichts dahinter. Und wieso das passieren kann, dass Einzelpersonen auf so etwas einfallen oder dass Leute bereit sind, sich fast wie zu vergessen selber und einer Gruppe zu lieb, sich so zu verhalten, wie sie sich sonst nicht wollen, das ist, weil eine so eine grosse Sehnsucht im Mensch steckt, dürfen ein Teil sein von etwas oder spezifisch dürfen so eine enge Beziehung zu haben, Liebe zu erleben. Und diese Sehnsucht, die kann man ausnutzen. Ich möchte euch einen Text lesen und wir machen uns ein paar Gedanken nachher zu diesem Text. Der Text steht in den Sprüchen. Ich lese in der Übersetzung vom Neuen Leben. Wieder betrachtete ich das Unrecht, das auf der Welt herrscht. Ich sah die Tränen der Unterdrückten, denen niemand beistand. Sie waren der Gewalt der Unterdrücker ausgeliefert und niemand war da, der ihnen Mut machte. Da haben es die Toten, die vor langer Zeit gestorben sind, viel besser als die Menschen, die noch am Leben sind. Und am besten sind die dran, die gar nicht erst geboren werden. Ist ein bisschen depressiv, ich gebe es zu. Es wird nicht eine depressive Predigt heute. Kann ich euch versprechen. So. Sie mussten das Böse, das auf der Welt geschieht, auch nicht mit ansehen. Dann habe ich festgestellt, dass alle Mühe und jeder Erfolg nur eine Folge des Neides des einen auf den anderen ist. Auch das ist sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Zwar sagt man, der dumme Mensch legt seine Hände in den Schoß und verhungert. Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich ein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Ich sah noch ein weiteres Beispiel der Sinnlosigkeit auf der Welt. Ein Mann, der alleine lebt und weder Kind noch Bruder hat und auch keine Freunde oder Bekannte. Er arbeitet, so viel er kann,
und will immer noch mehr haben. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir kein Vergnügen? Auch das ist sinnlos und eine Vergeudung der Zeit. Zwei haben es besser als einer allein. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann kaum zerreißen. Und was du da siehst, ist zuerst einmal einfach eine Wahrheit. Das Leben ist kein Ponyhof. Kein Ponyhof. Wir hätten das gern, oder? Wir haben so eine Illusion in uns rein, dass es so ist. Und dass irgendwie, wenn wir besonders glücklich sind und uns vielleicht noch ein bisschen anstrengen, dass es wie ein Ponyhof wird. Das siehst du manchmal bei Kindern. Sie träumen vom Mbappé. Das ist im Moment etwa der Fußballer, der am meisten verdient auf der Welt. Spielt bei Paris Saint-Germain. Und kommt mir persönlich schon fast ein bisschen abgehoben vor. In seinem Verhalten. Aber er ist gut, er ist gut. Und jetzt gibt es extrem viele Kinder, die, wenn sie shooten, der Mbappé sind, oder? Mbappé, Mbappé, Mbappé. Und dann machen sie und tun sie. Und träumen davon, so zu werden wie der Mbappé. Aber sie werden nicht unbedingt das machen, was er gemacht hat, um so weit zu kommen. Nämlich neben dem Talent noch üben, weil alle vom Platz weggehen, noch mal üben. Oder der Ronaldo, beim AB habe ich mich nicht so interessiert dafür. Beim Ronaldo schon. Er ist 37, wird bald aufhören. Und man hat schon gesagt, als Kind hat er auf Madeira, eine portugiesische Insel, wo er geboren und aufgewachsen ist, wenn alle aufgehört haben, ist er draußen geblieben und hat Pappfiguren aufgestellt und hat Freistöße geschossen. Von nichts kommt nichts. Darum hat er es so gut können. Weil er mehr gemacht hat als die anderen. Aber als Kind denkst du, ich will werden wie der. Aber nichts machen dafür. Aber das Leben ist eben kein Ponyhof. Von nichts kommt nichts. Und da siehst du ein paar Sachen. Nämlich, die Realität ist, es gibt Unrecht und Ungerechtigkeit. Manchmal kannst du sogar noch viel machen für etwas und es geht nicht immer auf, so wie du es geplant hast. Du scheinst nicht immer das zu ernten, was du sagst, oder? Vielleicht. Kann auch passieren. Es gibt Böses in dieser Welt. Der Text erwähnt auch den Neid von Menschen aufeinander. Irgendwo scheint das viel Sinnlosigkeit zu sein, dass die vergebliche Mühe. Es gibt viel Mühsal. Man muss sich abmühen, bis man irgendwo auf einen grünen Zweig kommt manchmal. Es ist alles nicht so lustig. Aber das ist die Realität. Und egal, gell, wenn man Kinder segnet, eben, es ist ein mega Geschenk. Und es gibt die Momente, wo dich Kinder haben umarmt und die sagen, ich liebe dich, oder? Und alles ist vergessen. So. Und du hast nur Tränen. Und das ist das Größte. Und nachher gibt es Momente, wo, weil du das Menschen so sehr gern hast und liebst, du verzweifelst. Weil der Mensch vielleicht plötzlich so einen extremen Willen hat. Du denkst, gar nicht möglich, so klein und so schon Willen. Oder der kommt Zeichen sind, das ist gar nicht möglich, so viel Zeichen schon einfach so natürlich. Und was auch immer. Und es bringt dich an deine Grenzen. Das Leben ist kein Ponyhof. Und es gibt einen Grundkonflikt von uns Menschen. Und der Grundkonflikt wird in diesem Text eigentlich auch erwähnt. Und Gott hat das schon ganz am Anfang gesagt. Nämlich, als er die Welt geschaffen hat und den Menschen, dann hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut. Und das ist ein Grundkonflikt. Der Mensch allein, auch wenn er vielleicht das Gefühl hat, er könne vieles und gerne alles können,
Aber er hat einen Grundkonflikt. Es ist nicht gut, dass er allein ist. Und es gibt so Einzelgänger, die denken, es ist vielleicht gut, aber es ist eben nicht gut. Du kannst immer wieder auch anschauen, was als Frucht daraus rauskommt. Das ist der Grundkonflikt. Es ist nicht gut. Und die Lösung ist nicht, dass er einfach jetzt eine Frau findet und nachher ist die Frau wie Gott und das ganze Leben ist perfekt. Also, wenn du das Gefühl hast, dann wachst du eines Tages auf und merkst, es ist gleich nicht so. Aber ich kann dir garantieren, dass auch meine Frau eines Tages aufgewacht ist und denkt hat, es ist nicht so. Weil ich bin auch nicht der Füllung von ihrer Sehnsucht. Auch wenn, manchmal hast du so Illusionen, oder? Du könntest irgendwie, weiss der Gucker was sein, aber es ist einfach nicht so. Du kommst an deine Grenzen und du merkst selber, du bist es nicht. Es ist etwas anderes. Es muss etwas viel Größeres geben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber weißt du was? Gott begegnet dem Konflikt. Er hat eine Lösung, er hat einen Weg. Einerseits steht im Römer 5, Vers 5, die Liebe von Gott ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er hat einen Weg bereitet, der hingeht bis zu Jesus, der auf die Welt gekommen ist, der am Schluss sein Leben am Kreuz lädt für dich und für mich, damit wir einen Weg zurück haben zum Vater. Und wenn wir das akzeptieren, wenn wir das glauben, dann kommt die Liebe, die wir uns sehnen danach, ganz grundsätzlich in unser Herz. Dann ist sie ausgegossen. Und das ist eine Grundannahme. Also es ist etwas ganz, ganz Grundsätzliches. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Liebe, das ist so etwas, manchmal sagen wir, ich suche Heimat. Ankommen und so Sachen. Aber das Ankommen ist nicht ein Mensch, der plötzlich wieder weg ist, weil es einen Unfall gibt oder wo dich verletzt und nachher ist es plötzlich gleich nicht Heimat. Es gibt so viele Unkonstante. Die Lösung ist zuerst einmal eine Konstante und das ist Gott. Der sagt, wenn du zu mir kommst, dann kommt meine Liebe in dein Leben, in dein Herz. Sie ist ausgegossen. Sie ist ausgegossen, Vergangenheit. Sie ist. Nicht sie muss noch werden, sie ist. Und dann gibt es Momente, wo, wenn dich kein Mensch versteht und wenn du an Grenzen kommst von dir selber, du plötzlich merkst, immer wieder, der Gott ist da und ist realer als alles andere. Und auch wenn dich der liebste Mensch nicht versteht, du erlebst, dass das Verständnis von Gott da ist. Und das sage ich als einer, der das auch merkt. Und meine Frau merkt das auch. Dass wenn wir einander in Momenten nicht immer etwas geben können, dass ein Gott da ist, der mit seiner Liebe das ausfüllt. Und das ist ein Teil. Aber der zweite Teil ist, macht zuerst noch das fertig. Der Augustinus, ein Kirchenvater, hat das so gesagt. Du hast uns geschaffen auf dich, ja Herr, und unser Herz ist unruhig, bis es in dir Ruhe findet. Bis die Liebe in unser Herz kommt und dann ist etwas gestillt von dieser Grundsehnsucht nach Zugehörigkeit und Liebe. Und dann habe ich einen Teil ja vorher eigentlich nicht erwähnt. Und das hat Gott von Anfang an gesagt. 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Und natürlich geht es da um die Frau, aber das ist einfach, weil es der Anfang der Geschichte ist und weil es eine Frau braucht, dass Leben weitergegeben werden kann. Aber grundsätzlich sagt Gott, es ist nicht gut, dass du allein bist. Du brauchst eine Ergänzung. So. Und am Anfang war es eine Frau. Aber bei dir kann es auch ein Freund sein, eine Freundin. Einfach so etwas, das noch näher geht als Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Darum, als Single bist du genau so mit einbegriffen wie ein Verheirateter. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Jemand, wo du merkst, der ist näher mit mir unterwegs. Da passiert noch etwas, wo mein Herz aufblühen darf, wo ich beschenkt werde. Gott hat es von Anfang an so gedacht. Hat schon einen Weg gemacht. Und hat gute Gedanken über dir und mir, dass das in unserem Leben auch passieren darf.
Es heisst, in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, kommt ja das Bild von der zweifachen und der dreifachen Schnur. So, eine einfache Schnur, die reisst verhältnismäßig schnell. Ich habe geschaut, ob ich so Zahlen finde. Das ist nicht ganz so einfach. Weil das kommt ein bisschen auf die Beschaffenheit vom Material drauf an und nachher wie dass das verflochten wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn du nur einen Strang hast bei einer Schnur und nachher hast du einen zweiten Strang, wo du irgendwie drum herumwickelst, dann habe ich so Zahlen gefunden. Also die Logik sagt quasi einfach 1 plus 1 gibt 2. Oder? So, wenn da die Festigkeit ist und das hast du zwei, dann hast du ja zweimal die Festigkeit. Das ist aber nur für Leute, die nicht weiterdenken oder einfach nur so in der kleinen Logik bleiben. Und es stimmt bei dir, es wird immer stärker als 2. Die kleinste Zahl, die ich irgendwo gefunden habe, ist gegen 2,5. Und es geht bis zu 4, 5 irgendwo. Und ich habe aber jetzt nicht alle Materialien da, ich habe keine Statistik oder keine riese Geschichte gemacht, oder? Aber es wird mehr als nur doppelt. Es wird irgendwo zwischen 2,4 und etwa 5, die Zahl habe ich etwa gefunden. Wenn 2 zusammenkommen, dann passiert etwas. Und wenn 3 zusammenkommen, dann passiert noch mehr. Das ist der Gedanke, den Gott hat. Und der steht in diesen, das ist jetzt eben falsch, Epheser 2, sollte jetzt eben nicht Epheser stehen. Ich habe euch eine Stelle vorgelesen, nicht aus dem Epheser. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Das ist eine Lösung, das ist ein Weg. Das ist eine Ermutigung. Gemeinschaft zu leben und wissen, in der Gemeinschaft liegt die Kraft. Und das ist mehr als deine Kraft. Ich sehe in diesem Text Hilfe, ich sehe Ergänzung, ich sehe Ausgleich, ich sehe Ermutigung. Eine Hilfe, es heisst, wenn jemand umfällt, kann jemand dir helfen, wieder aufstehen. Im ganz praktischen Leben fallen wir manchmal auf den Sack. Irgendwo können wir unsere Grenzen. Wir zerbrechen. Wir verlieren die Sicht auf das, was sollte sein. Und es ist eine riesige Hilfe, wenn dann jemand da ist, der sagt, hey, weißt du was? Hey, komm, wir machen es so. Komm, zusammen schaffen wir das. Es ist eine Ergänzung. Du merkst plötzlich, du musst nicht alles sein. Du kannst annehmen. Und wenn die Ergänzung kommt, ist es viel schöner. Ein Leiterschaftsexperte hat es mal so ausgedrückt auf Englisch: One is too small a number to achieve greatness. Eins ist eine zu kleine Zahl, um Grösse zu erreichen. Eins ist nur eins. Und die Leute haben das Gefühl, sie sagen manchmal so gut, sie können irgendwie eine gewisse Grösse erreichen und die Welt beeindrucken. Aber wenn du eine Idee hast, und du präsentierst sie und du fühlst an dieser Idee und der andere kommt noch mit dem und mit diesem und plötzlich erlebst du, wie das viel schöner wird, wie die Idee besser wird und wie sie grösser wird, als du sie je hättest selber denken können. Und so ist es immer wieder, wenn Menschen zusammenkommen. Es ist eine Ergänzung. Es ist auch ein Ausgleich. Allein könnte man jetzt so Geschichten von Leuten, die eine Gruppe gegründet haben. Und am Anfang, auch im christlichen Bereich, da haben sie ein gutes Anliegen gehabt. Jemand, der prophetisch begabt ist, hat eine Gruppe gegründet, wo das ein Schwerpunkt war. Und weil er nicht eine Gemeinschaft hatte, wo ihm reinreden konnte, in der Ganze im Ausgleich geben, ist die ganze Gruppe immer ins Extreme abgedriftet. Bis am Schluss irgendwo, eigentlich musst du sagen, es ist eine Sekte. Das kann passieren, wenn wir uns nicht ergänzen, wenn wir einen Ausgleich haben. Und es ist immer wieder eine Ermutigung, wenn Leute herum sind. Wenn du dazugehörst zu einer Gruppe oder ein Einzelner näher in deinem Leben ist, der dir ins Leben reden kann. Am Ende des Epheserbriefs heisst es, dass wir immer wieder ein Wort haben sollen, das am Nächsten hilft in seiner Situation, die ihm dient, die ihn aufblühen lässt. Weil wir sind da, um einander zu ermutigen.
Wir sind da, um miteinander durch das Leben zu gehen. Unsere Haltung am Schluss. Gell, wir haben jetzt das Gefühl, manchmal, wenn wir das lesen, ich habe Anrecht auf das. Und dann schreien wir so und sitzen, aber das ist nicht eine erwachsene Haltung. Ich will dir es umkehren. Sogar wenn du leidest, sogar wenn du denkst, mir fehlt etwas von dieser Zugehörigkeit, von dieser Liebe, kehr es mal um. Bis der, der schenkt. Philipper 2, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selber. Die Haltung soll sein, den anderen über einem zu lupfen. Vom anderen besser zu denken, als man von, als man von sich denkt. Also nicht, um sich selber abzumachen, machen, oder? Das ist nicht der Sinn. Ich bin gar nichts. Das steht nicht da. Aber den anderen Ruhe zu lupfen. Und dann wirst du immer wieder schauen, was kann ich machen, um den anderen Ruhe zu lupfen. Auch in deiner Beziehung mit deiner Frau, mit deinem Mann. Was kann ich machen, um den anderen Ruhe zu lupfen, um ihn besser zu machen? Wie könnte ich ihm helfen, dass er aufblüht? Wenn es um den anderen geht und wir uns verschenken, verhalten wir uns so wie Jesus. Das steht nachher. Wir sollten die Gesinnung haben wie Jesus, der sich selber verschenkt hat. Und in der Apostelgeschichte heisst es, stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Der Luther übersetzt, Geben ist seliger als Nehmen. Und so kennen wir es als Sprichwort. Es ist ein Segen drin, wenn wir geben. Und ich möchte euch auffordern, dass wenn wir Zugehörigkeit, wenn Leben und Liebe, dass wir nicht einfach die Fordernden sind, sondern die Gebenden. Und es wird etwas schaffen, wenn wir uns verschenken. Es wird Gemeinschaft schaffen. Es wird etwas bilden. Und darum die Aufgabe an mich, am Schluss von der Predigt, an dich. Dort, wo ich Gemeinschaft lebe, dort, wo ich unterwegs bin mit Leuten, zu einer Gruppe gehöre, zu einem Menschen gehöre, was kann ich machen, um diesen Menschen besser zu machen? Was kann ich machen, um mich zu verschenken, dass es ihm besser geht? Was kann ich machen, um ihn zu ehren? Wenn wir das machen, werden wir die ganze Kraft oder immer wieder Kraft erleben, die im Plan von Gott ist. Dass wir zugehörig sind zu einer Gruppe, dass wir zu einem Menschen gehören und werden Tiefen erleben und die Schönheit von Beziehungen. Amen.